Festnahme, Personenfeststellungsverfahren. Bewusstseinserweiternde Substanzen im Erotikbereich. Das Auto bleibt auf jeden Fall auch erstmal hier. Das ist Liebesgut. So, jetzt möchte ich einen Kaffee trinken. Nach Möglichkeit ohne filmische Begleitung. Die Autobahn A28 Ostfriesland Richtung Bremen. Parkplatz Bloh, der letzte vor Oldenburg. Gegen 1 Uhr mittags. Mal wieder eine Baustelle, denken die Autofahrer. Doch hier wird gerade trickreich etwas ganz anderes vorbereitet. Ein Vorwarner ist eingerichtet, der Verkehr wird verlangsamt. Wie auf einer echten Baustelle. Zur gleichen Zeit bei der Autobahnpolizei Rastede. Erster Stock, Zimmer 112. Kommissar Andreas Fahl sitzt an seinem Plan für eine geheime Aktion auf dem Parkplatz. Gleich ist es dort mit der Ruhe vorbei. Das wird heute nicht so bleiben. Die Autobahnpolizei Oldenburg führt heute ihre Großkontrolle durch. Das machen wir einmal im Jahr und ich bin gerade dabei, das vorzubereiten. Wir haben heute als Zielsetzung die Kriminalitätsbekämpfung und wir wollen gerne die Hauptunfallursachen Alkohol und Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr bekämpfen. Aus ganz Niedersachsen sind Spezialisten geordert worden. Für den jungen Kommissar ein wichtiger Tag. Denn er hat die Großkontrolle zum ersten Mal organisiert. Diese Aktion findet im Bereich der Autobahnpolizei Oldenburg jährlich statt. Dass ich das jetzt vorbereite, hat quasi Premiere, wenn man so will. Und ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen. Wird seine Taktik aufgehen? Polizeichef Uchtmann ist heute nur für die Grußworte zuständig. Herzlich willkommen nochmal zur heutigen Großkontrolle der Autobahnpolizei in Oldenburg. Wir werden uns heute mit der Kriminalitätsbekämpfung auf der 28 beschäftigen. Wir sind wirklich ein großes Aufgebot der Polizei. Andreas, bislang hast du alles mit Bravour gemeistert. Diesen Part wirst du auch schaffen. Ja, das ist der Parkplatz Bloh. Das ist aus Richtung Westerstede in Richtung Oldenburg fahrend von der A28 der letzte größere Parkplatz vor der Stadt Oldenburg. Und wir haben also quasi den kompletten Parkplatz für uns. Wir haben den sperren lassen durch die Autobahnmeisterei Oldenburg. Hier vorne kann man sehen, dass der Verkehr auch quasi einspurig in Richtung der Parkplatzzufahrt geführt wird. Und oben an der Spitze stehen dann Beamte, die selektieren, welche Fahrzeuge wir kontrollieren wollen und welche Fahrzeuge wir nicht kontrollieren wollen. Über 100 Beamte machen sich jetzt auf zur A28. Polizei, Zoll, Staatsanwaltschaft. Die angebliche Baustelle ist nur Tarnung. Kein Fahrzeug soll den Parkplatz blockieren. Keiner soll merken, dass hier eine Falle aufgebaut wird. 8 Stunden lang werden hier hunderte Autos aus Richtung Holland überprüft. Denn die A28 gilt als eine Lieblingsroute von Drogenschmugglern, Schiebern und illegal Eingereisten. So, geht los, ja? Ja. Der rechte Fahrstreifen bleibt frei. Wenn die Kontrolle gleich beginnt, darf hier nur noch Schritttempo gefahren werden. Auf dem Parkplatz baut derweil Dokumentenprüfer Josef Brüggen seine Technik auf. Er ist der Fälschungsexperte im Norden. Ich habe mich schon vorbereitet, was so an neuesten Fälschungen jetzt die letzten Tage auf den Markt gekommen ist. Und mit den Kollegen im Ausland, im europäischen Ausland auch eben noch mal kurz geschlossen. Das brauchen wir auch. Was da so an Neues ist. Und die haben mir die Unterstützung auch zugesagt, wenn jetzt hier Probleme auftauchen sollten mit Rumänen oder Bulgaren, dass ich dann direkt anrufen kann. Als letztes trifft die Bereitschaftspolizei aus Osnabrück ein. Die Teams sind jetzt komplett. Alle ausländischen Dokumente, egal was, Personalpapiere, Fahrzeugpapiere, alles zu Joe Brüggen. Alles wird überprüft. Ja. Teams sind eingeteilt, wir können loslegen. Ja? Ja. Dann
Das Rote Kreuz unterstützt die Kriminalitätsbekämpfung mit Gulaschsuppe. Ja, heute haben wir 120 angemeldet. So, jetzt kannst du auch mal. Hier ist 19.02 mit einer Durchsage für alle Kontrollteams. Die Vollsperrung der Autobahn wird jetzt eingerichtet. In schätzungsweise 2-3 Minuten werden die ersten Fahrzeuge auf dem Parkplatz rollen. Die Maschinenpistolen sind ein Teil der Strategie. Sie sollen zeigen, wir machen hier ernst. Auf der Bahn ist nur der Hauptfahrstreifen frei. Zur Kontrolle rausgewunken und gefilzt wird, wer irgendwie verdächtig erscheint. 10 Teams. Jedes nimmt sich ein Auto vor. Viele können schnell weiterfahren, aber oft schauen die Beamten auch ganz genau hin. Und was sie nicht sehen, riechen die Spürhunde. Wir wollen eben nicht die Familie mit Kind und wir wollen auch nicht die Schwerlastfahrer haben, sondern wir wollen das Klientel haben, was eventuell unter Drogeneinfluss oder Alkoholeinfluss steht. Oder den, der mit falschen Dokumenten unterwegs ist. Schon nach einer Viertelstunde fällt Josef Brüggen etwas auf. Nö, ist nicht unstimmig, aber so das eine Gesicht habe ich wiedererkannt. Man kennt seine Pappenheimer? So ein bisschen. So ein bisschen. Das passt. Den hatte ich aber auch. Der Fälschungsjäger hat Verdacht geschöpft. Irgendwas stimmt mit diesen rumänischen Ausweisen nicht. 9101 stimmt auch. Bei ihm brauche ich nicht gucken, den kenne ich. Der Verdacht ist, dass eine Prüfziffer in einem Ausweis nicht richtig ist. Und das kann aber durchaus mal passieren. Das ist bei den vietnamesischen Pässen auch schon mal passiert, aber bei rumänischen ist mir das noch nie vorgekommen. Und das klären wir erst einmal ab. Und eine Person kommt mir auch bekannt vor von letzteren Prüfungen. Und das kläre ich jetzt ab. Achso, eben gucken. Echt oder nicht echt? Brüggen erkennt es am Klang. Okay. Noch jemand? Ja? Der junge Audi-Fahrer hat weder Warndreieck noch Warnweste dabei. Und der Verbandkasten ist uralt. Da müssen Sie sich auf jeden Fall mal einen neuen besorgen. Ne? Ist ja jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr so verwendbar. Okay. Und Warnweste haben Sie auch nicht dabei. Warnweste habe ich jetzt leider nicht mehr. Machen Sie ruhig erstmal wieder zu. Sie können sich sonst eben ins Fahrzeug setzen. Ich prüfe nochmal Ihre Daten. Ne? Ja, klar. Mit der Kontrolle ist er durch. Gleich geht's weiter, denkt der Fahrer. Nebenan gibt es Pannenhilfe für eine etwas ältere Honda. Für den jungen Audi-Fahrer ist die Kontrolle doch noch nicht vorbei. Dann nochmal die Frage, vor Fahrtantritt irgendwie Alkohol getrunken? Steigen Sie nochmal eben ganz kurz aus dem Fahrzeug aus. Ich muss nochmal eben einen Test machen. Beim Check von Warndreieck und Verbandkasten wirkte der Fahrer vorhin auf den Beamten unkonzentriert und zittrig. Sein Verdacht? Ein Drogenkonsument. Hinzu kommt, dass Ihre Pupillen nur sehr eingeschränkt auf Licht reagieren und Sie so ein bisschen gerötete Augen haben. Ne? Und das ist so, wenn Sie jetzt die Finger nach vorne gemacht haben oder die Hände nach vorne gemacht haben, dann haben Sie so ein Zittern vorne in den Fingerspitzen. Kann natürlich jetzt auch Nervosität sein. Ne? Und Sie schwanken so ein bisschen. Ich sag mal so, als Gesamtpaket ist es so, ich könnte jetzt nicht ausschließen, dass Sie unter Einfluss berauschender Mittel stehen. Das würde ich natürlich ganz gerne. Von daher würde ich Ihnen einen freiwilligen Urintest anbieten. 6 Tropfen Urin braucht das mobile Testlabor. Die Analyse? Die Werte sind im zulässigen Bereich. Seit einer Stunde läuft die Kontrolle. Einsatzleiter Fahl ist zufrieden. Denn den Verkehrsstrom der Autobahn auszubremsen und einzelne Fahrzeuge herauszuwinken, hätte auch in einem Chaos enden können. Erstes Fazit, es läuft gut. Vor allen Dingen läuft das reibungslos weiter. Das mit dem Selektieren, das gefällt mir sehr gut. Dass die Fahrzeuge, die nicht kontrolliert werden sollen, gleich zügig wieder durchstarten können. Dass sich das hier quasi gar nicht großartig aufstaut. Kurz darauf. Ein Gespann aus Litauern wird überprüft.
Ergebnis? Der Mercedes auf dem Trailer ist als gestohlen gemeldet. Der Fahrer hat keine Ahnung, was er da transportiert, sagt er. Er sollte den Anhänger nur abholen und nach Litauen bringen, erklärt er dem Zollbeamten. Angeblich hat er von einem Unbekannten eine Telefonnummer bekommen und dort erfahren, wo er das Auto abholen sollte. Eine verworrene Geschichte. Die Überprüfung der Fahrgestellnummer hat nun ergeben, dass das Fahrzeug in Duisburg gestohlen gemeldet ist. Ja, und jetzt versuchen wir gerade rauszufinden. Die sagen, es sind Mittelsmänner, die haben irgendwo das Fahrzeug aufgenommen im Auftrag des Chefs von dem Fahrzeugführer und sollen es jetzt nach Litauen über die Grenze bringen. Mehr wissen wir leider auch noch. Das wird jetzt erstmal überprüft. Wir versuchen, weitere Erkenntnisse zu erlangen, wo das Fahrzeug herkommt, wer jetzt sein Chef ist, der angeblich der Auftraggeber ist und vor allen Dingen, wer der Herr ist, von dem man das Fahrzeug übernommen hat, weil der wahrscheinlich ja derjenige ist, der in Duisburg das Fahrzeug entwendet hat. Also das Auto bleibt auf jeden Fall auch erstmal hier. Das kommt sowieso nicht weg, weil das ist Diebesgut und das wird jetzt sichergestellt. Guten Tag. Sie sind seine Frau? Ja. Na? Ihren gefälschten Ausweis habe ich nämlich, den Sie letztens im Meldeamt vorgelegt haben. Den habe ich. Die waren im Meldeamt, sind festgenommen worden. Haben Sie einen moldawischen Pass? Ja, Quatsch. Und die rumänische war falsch. Gut. Wir warten ab, die bleiben hier so lange, bis ich meine Antwort aus Rumänien habe. In ganz Europa sind Brüggens Kollegen heute für ihn in Bereitschaft. Im Moment habe ich gerade meinen Kollegen in Rumänien angerufen und habe ihn gefragt, ob es diese Personalnummern dort so gibt. Und er antwortet mir, jetzt gerade, dass es diese Personalnummern dort erstmal so nicht gibt. Der Vorteil ist, wenn Sie die rumänischen Identitätskarten haben und vorlegen und man sie nicht als Fälschung erkennt, als Rumäne dürfen Sie hier arbeiten, Geld verdienen. Werden natürlich auch, wenn Sie dann eine gewisse Zeit länger hier sind, arbeitslos werden, sonst was, vom deutschen Staat auch wieder dann unterstützt. Als Moldawier dürfen Sie hier nicht arbeiten. Gibt der Staatsanwalt sein Okay für die Festnahme? Diese Ausweisnummer, IF, does not exist, der hier, die existiert nicht. Ja. Ob ich noch was brauche? Weil er möchte jetzt Feierabend machen. Okay. Ich habe ihn nochmal gesagt, wait, jetzt ist die Frage, können wir diese Daten jetzt erstmal so als Anfangsverdacht nutzen? Ja, klar, logisch, vielleicht vollkommen aus. Dann würde ich jetzt vorschlagen, Verdacht Urkundfälschung und dann Personenfeststellungsverfahren, ID-Behandlung. Genau. Die rumänischen Pässe sind gefälscht. Man kann sie in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien für rund 2000 Euro kaufen. In diesem Fall hat sich die Investition allerdings nicht gelohnt. So, wir müssen eben Kollegen haben, Polizei. Die hinteren beiden müssen wir festnehmen. Ja. Die beiden Ausweise existieren in Rumänien so nicht. Ja. Habe ich eben gerade mit dem Staatsanwalt auch besprochen. Ja. Festnahme, Personenfeststellungsverfahren. Ich schreibe die Prüfberichte dazu. Die beiden Moldawier wollten illegal in Deutschland arbeiten. Doch sie gerieten in Kommissar Fahls Fahndungsnetz. Als Straftäter fühlen sie sich nicht. Wir haben nur etwas Pech gehabt, sagen sie. Der als gestohlen gemeldete Mercedes wird sichergestellt. Er war auf dem Weg nach Litauen. Ob der Wagen wirklich ohne Papiere über die Grenze gekommen wäre? Der Fahrer kann sich das alles nicht erklären. Sometimes it happens, you know. Irgendwas ist passiert, sagt der Fahrer. Wir wissen auch nicht was. Wir sind nur Reisende. Wir fahren zurück zu unserem Land, wissen nichts über das Auto, über die ganze Sache. Für den jungen Einsatzleiter schon wieder ein Volltreffer. Viele Wochen hatte er an der Taktik getüftelt. Bislang scheint sie zu funktionieren. Der Polizeihubschrauber Phoenix 98 unterstützt die Kontrolle. Gerade fliegt er über den Parkplatz Blo.
Der Video-Operator Thorsten Schenker kann aus der Luft genau beobachten, ob Personen flüchten oder ob verdächtige Gegenstände aus Fahrzeugen entsorgt werden. Ein kleiner Stau ließ sich bei der Kontrolle nicht vermeiden, aber jetzt wird er zu lang. Andreas Fahl muss die Männer der Autobahnmeisterei bei der Gulaschsuppe stören. Wir haben jetzt Rückstau bis 9 Kugeln etwa. Also davor 9 Kugeln. Der steht jetzt auf dem Dreieck 9 Kugeln. Ja. Der sollte normalerweise bei 71,5 stehen, das ist noch weiter hier. Ja, ich weiß. Aber das wäre ganz gut, wenn der ein bisschen weiter zurückgezogen wird. Ja, dann müssen wir. Weil das nützt ja nichts, wenn die Jungs merken, sie sind im Stau und dann steht der Staubrohrmanner da. Ja? Machen wir. Das Problem ist, dass wir doch schon einen erheblichen Rückstau haben und der Stauvorwarner nicht frühzeitig genug steht. Es ist taktisch am geschicktesten, wenn der Stauvorwarner die Verkehrsteilnehmer warnt, bevor der Stau ist und nicht, dass sie das erst sehen, wenn sie schon im Stau stehen. So, jetzt möchte ich einen Kaffee trinken. Nach Möglichkeit ohne filmische Begleitung. Suppe? Wir haben auch Suppe, wenn... Nee, erstmal einen Kaffee. Die Kontrolle kostet die Autofahrer viel Zeit, aber nur wenige meckern. Ich finde das in Ordnung. Ich weiß ja nicht, was sie kontrollieren wollen. Nur die. Ja, ja. Von mir aus sollen sie gucken. Nee, das ist schon richtig so. Denn ich denke mir mal, da werden viele Sachen transportiert, die nicht ins Auto reingehört und die man auch nicht mit nach Hause nehmen sollte. Ne? Wo man andere vielleicht mit verführt oder sonst was. Sehe ich mal so. Und Sie haben nichts zu verbergen? Nee, ganz bestimmt nicht. Also nee. Ich würde mir aus dem Zeug überhaupt nichts machen. Ich suche bloß meinen Führerschein, der muss hier irgendwo. Ich habe hier noch den alten. Den alten Lappen, du. Team 7 hat bei einem Holländer ein Fläschchen mit einer verdächtigen Flüssigkeit gefunden. Ja, it's for sex. You get more aroused when you sniff it. Okay, it's illegal? In Netherlands, it's not. Okay. And he said, it's not. You have a recept? No, okay. Später stellt sich heraus, es handelt sich um Amylnitrit. Man nennt den Stoff auch Poppers. Ganz kurz, was hat man bei dem jetzt gefunden? Gar nichts. Was war das in den Fläschchen, was man da gesehen hat? Bewusstseinserweiternde Substanzen im Erotikbereich. Findet man sowas auch, ja? Findet man sowas auch, ja. Auch eigentlich eher selten. Überrascht einen sowas noch? Immer wieder. Man wird immer wieder überrascht. Man kann noch so lange den Job machen, jedes Mal wird man wieder überrascht. Deswegen ist der Job auch so interessant. Gleich 3 Fläschchen Poppers hat der Holländer dabei. Das dürfte für viele romantische Stunden reichen. Drogentest bei einem jungen Cabrio-Fahrer. Nach Ansicht des Polizisten ist er auffällig. Die ganze Fahrzeugbesatzung wirkt irgendwie aufgekratzt. Das Auto wird komplett gefilzt. Der Drogenspürhund eingesetzt. Die Beamten wissen, wenn so eine Truppe aus Holland kommt, hat sie dort nur in Ausnahmefällen Tulpen, Zwiebeln oder Gouda gekauft. Der Fahrer muss zur Urinprobe. Das Drogenscreening bringt innerhalb von Sekunden die Analyse. Die Weiterfahrt wird untersagt. Der Arzt nimmt eine Blutprobe. So wird die Menge der Drogen im Körper festgestellt. Dann werden die Behörden aktiv. Möglich sind ein Strafverfahren, bis zu 3 Monate Fahrverbot, maximal 1.500 Euro Bußgeld. In dieser mobilen Wache wird der Fall jetzt schnell bearbeitet. Wer wird das Auto des Drogensünders abholen? Der Papa soll es richten. Ein unangenehmes Telefongespräch. Also man sieht es auch, wenn man von der falschen Seite kommt. Das ist nicht so. Für Oberkommissar Senkstarke ist das heute schon der 3. Drogensünder. Also ist nicht erreichbar. Ja, wir haben ja jetzt jemanden, der dem eine Blutprobe entnommen werden musste. Dafür ist der Arzt hier vor Ort. Und der führt die Blutentnahme hier in diesem edlen Container durch. Weil er unter Drogeneinfluss einen PKW geführt hat. Und das ist strafbar bzw. ordnungswidrigkeitenrechtlich
nach 24 Jahren StVG zu ahnden. Der nächste Kandidat wartet schon draußen. Kurz darauf, ein Notfall. Hallo, ich bin gar nicht zur Seite geschickt worden, aber meine Tochter hat die Windel voll und ich wollte das nur eben wechseln. Ja, können Sie machen. Da vorne dieses Häuschen, das ist ein Toilettenhäuschen. Ja. Da können Sie bitte eben hinfahren. Ja. Wenn Sie nochmal angesprochen werden oder so, dann können Sie das ruhig sagen, ja? Danke. Polizei Oldenburg, 17 Uhr. Ermittler Jörg Lübbers bringt den Moldawier mit den falschen rumänischen Papieren zum Erkennungsdienst. Er und seine Frau wurden festgenommen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Ihre nachgemachten Pässe waren sehr gute Arbeit, aber für Dokumentenprüfer Brüggen nicht gut genug. Obwohl, na, einige gibt's noch. Genau. Könnt ihr ihm sagen, dass er die Hände ganz ruhig hält? Möchtest du, пожалуйста, расслабить руку? Einfach nur. Auf dem Weg zu ihrer Wohnung. Gibt es dort vielleicht noch die echten Pässe? Sind jetzt zu, ne? Die sind geschlossen, ja. Jetzt fährt man auch sie zum Erkennungsdienst. Sind die beiden vielleicht schon woanders als Illegale aufgefallen? Sind sie überhaupt Moldawier? Fahnder Jörg Löbers will das klären. Wir fertigen Lichtbilder vom vermeintlichen Beschuldigten und stellen dann auch anhand der Fingerabdrücke nachher fest, ob die Person bereits bei uns in Deutschland auffällig geworden ist und versuchen dann anhand dieser Erkenntnisse dann zu verifizieren, um welche Person es sich dann tatsächlich handelt. Wenn Ihre moldawischen Pässe echt sind und Sie ein Visum haben, dürfen sich die beiden insgesamt 3 Monate in Deutschland aufhalten. Als Touristen. Gut, dann können wir eigentlich mit dem Foto starten bei dir, oder? 18 Uhr. Einsatzleiter Andreas Fahl hat die Kelle jetzt mal selbst in die Hand genommen. Hier ist auch schon allein. Eigentlich bin ich für das Organisatorische zuständig, aber wenn mal jemand raus muss und eine Suppe essen möchte oder so, dann springe ich da auch ein. Gar kein Problem. Gegen Abend wird es noch lebhafter auf der Kontrollstelle. Bei diesem Mercedes SL ist die Betriebserlaubnis erloschen. Und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ja, der Mercedes hier hat Reifen auf dem Fahrzeug aufgezogen, die nicht in den Fahrzeugschein eingetragen sind. Und in den Radkästen vorne sind jeweils Schleifspuren zu erkennen. Er fährt einfach zu breite Reifen, zu große Reifen mit einer Spurverbreiterung. Und die scheuern jetzt im Radkasten, sodass dadurch der Reifen dementsprechend aufgerieben wird. Und die Gefahr besteht, dass er bei voller Fahrt oder so platzt und ja, dementsprechend andere Verkehrsteilnehmer oder sich selbst halt gefährdet. Nebenan schaut ein dänischer Bodybuilder traurig auf sein Gepäck. Ein Teil davon wird nämlich gerade beschlagnahmt. Die Zollbeamten finden eine große Menge Muskelpräparate und Potenzmittel. Vom illegalen Markt, vermutet Polizeichef Jörg Uchtmann. Ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Er transportiert es, er hat es, er nimmt es auch selbst, das sieht man ja auch. Aber der Besitz ist verboten. Möchten Sie auch so aussehen? Nein. Gut, dann einmal aussteigen bitte. Nochmal aussteigen. Mit diesem Chinesen aus Bremerhaven stimmt etwas nicht, vermuten die Fahnder. Mit dem Hund. Kommen Sie mit hier rüber? Aber was? Drogen? Ein besonderer Spürhund wird eingesetzt.
Im Kofferraum schlägt er an. In einem Plastiksack entdecken die Beamten eine große Menge Bargeld. Etwa 200.000 Euro. Geldwäsche, vermuten die Beamten. Wir werden jetzt das Fahrzeug verschließen, in Absprache mit dem Zoll. Die Zollfahndung ist unterwegs. Schlüssel wird jetzt mit dem Zoll ausgehändigt. Dann ist das Fahrzeug erstmal sicher. Und alles Weitere macht die Zollfahndung nachher, wenn sie dann hier ist. Gut. Beim Roten Kreuz zieht man gegen 20 Uhr eine positive Bilanz. Ja, super, hat gereicht, war. Wir haben noch genug über. Hallo, wie schön. Ja. Also die Polizeibeamten waren sehr zufrieden. Ja, muss man. Ja. Abgerechnet wird die Suppenküche über die Polizeiverwaltung. Ohne Mampf kein Kampf. Das ist nun mal so. So sieht's nämlich aus. Auf dem Parkplatz wird noch am Mercedes geschraubt. Ein Bekannter hat die richtigen Reifen gebracht. Nach 2 Stunden Zwangspause kann die Fahrt gleich weitergehen. Gegen 21 Uhr. Jetzt ist der Autobahnparkplatz Bloh keine Fahndungsfalle mehr. Später Abend. Autobahnpolizei Rastede, Zimmer 112. Andreas Fahl sitzt wieder am Schreibtisch. Mit seinem Kollegen Mario Schlömer zieht er Bilanz. 5-mal fahren unter Drogeneinfluss. Dann hatten wir einen gestohlenen PKW auf dem Trailer. Der wurde in Duisburg gestohlen. Dann 200.000 Euro in einem PKW aufgefunden. Da besteht der Verdacht der Geldwäsche. Das verarbeitet der Zoll. Ja, okay. Und dann haben wir noch bei einem dänischen Fahrzeugführer insgesamt ca. 100 Pillen Steroide aufgefunden, sowie diverse Ampullen. Da wird der Zoll ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz einleiten. Ich mach Feierabend. Tschüss. Handy, bis dahin. Ciao. Einsatz beendet. Premiere geglückt. Es hat alles gepasst. Sein Plan ist aufgegangen. Meistert, diesen Part wirst du auch schaffen. Ja, das ist der Parkplatz Bloh. Das ist aus Richtung Westerstede in Richtung Oldenburg fahrend von der A28 der letzte größere Parkplatz vor der Stadt Oldenburg. Und wir haben also quasi den kompletten Parkplatz für uns. Wir haben den sperren lassen durch die Autobahnmeisterei Oldenburg. Hier vorne kann man sehen, dass der Verkehr auch quasi einspurig in Richtung der Parkplatzzufahrt geführt wird. Und oben an der Spitze stehen dann Beamte, die selektieren, welche Fahrzeuge wir kontrollieren wollen und welche Fahrzeuge wir nicht kontrollieren wollen. Über 100 Beamte machen sich jetzt auf zur A28. Polizei, Zoll, Staatsanwaltschaft. Die angebliche Baustelle ist nur Tarnung. Kein Fahrzeug soll den Parkplatz blockieren. Keiner soll merken, dass hier eine Falle aufgebaut wird. 8 Stunden lang werden hier hunderte Autos aus Richtung Holland überprüft. Denn die A28 gilt als eine Lieblingsroute von Drogenschmugglern, Schiebern und illegal Eingereisten. So. Geht los, ja? Ja. Der rechte Fahrstreifen bleibt frei. Wenn die Kontrolle gleich beginnt, darf hier nur noch Schritttempo gefahren werden. Auf dem Parkplatz baut derweil Dokumentenprüfer Josef Brüggen seine Technik auf.
Er ist der Fälschungsexperte im Norden. Ich habe mich schon vorbereitet, was so an neuesten Fälschungen jetzt die letzten Tage auf den Markt gekommen ist. Und mit den Kollegen im Ausland, im europäischen Ausland auch eben noch mal kurz geschlossen. Das brauchen wir auch. Was da so an Neues ist, und die haben mir die Unterstützung auch zugesagt, wenn jetzt hier Probleme auftauchen sollten mit Rumänen oder Bulgaren, dass ich dann direkt anrufen kann. Als letztes trifft die Bereitschaftspolizei aus Osnabrück ein. Die Teams sind jetzt komplett. Alle ausländischen Dokumente, egal was, Personalpapiere, Fahrzeugpapiere, alles zu Dobrüggen. Alles wird überprüft. Ja. Teams sind eingeteilt. Teams sind eingeteilt, wir können loslegen. Ja? Ja. Feuerfrei. Das Rote Kreuz unterstützt die Kriminalitätsbekämpfung mit Gulaschsuppe. Ja, heute haben wir 120 angemeldet. So, jetzt kannst du auch mal. Tulpen, Zwiebeln oder Gouda gekauft. Der Fahrer muss zur Urinprobe. Das Drogenscreening bringt innerhalb von Sekunden die Analyse. Die Weiterfahrt wird untersagt. Der Arzt nimmt eine Blutprobe. So wird die Menge der Drogen im Körper festgestellt. Dann werden die Behörden aktiv. Möglich sind ein Strafverfahren, bis zu 3 Monate Fahrverbot, maximal 1.500 Euro Bußgeld. In dieser mobilen Wache wird der Fall jetzt schnell bearbeitet. Wer wird das Auto des Drogensünders abholen? Der Papa soll es richten. Ein unangenehmes Telefongespräch. Also man sieht es auch, wenn man von der falschen Seite kommt. Das ist nicht so. Für Oberkommissar Senkstarke ist das heute schon der dritte Drogensünder. Also ist nicht erreichbar. Ja, wir haben ja jetzt jemanden, der dem eine Blutprobe entnommen werden musste. Dafür ist der Arzt hier vor Ort. Und der führt die Blutentnahme hier in diesem edlen Container durch. Weil er unter Drogeneinfluss einen PKW geführt hat. Und das ist strafbar bzw. Ordnungswidrigkeiten rechtlich nach 24a StVG zu ahnden. Der nächste Kandidat wartet schon draußen. Kurz darauf ein Notfall. Hallo. Ich Hallo. Bin gar nicht zur Seite geschickt worden, aber Nein? meine Tochter hat die Windel voll und ich wollte das nur eben wechseln. Ja, können Sie machen. Da vorne dieses Häuschen, das ist ein Toilettenhäuschen. Ja. Da können Sie okay. bitte eben hinfahren. Ja. Wenn Danke. Sie nochmal angesprochen werden oder so, dann ja, okay. können Sie das ruhig sagen, ja? Danke. Polizei Oldenburg, 17 Uhr. Ermittler Jörg Lübbers bringt den Moldawier mit den falschen rumänischen Papieren zum Erkennungsdienst. Er und seine Frau wurden festgenommen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Ihre nachgemachten Pässe waren sehr gute Arbeit, aber für Dokumentenprüfer Brüggen nicht gut genug. Obwohl, na, einige Schützen. Könnt ihr ihm sagen, dass er die Hände ganz ruhig hält? Можете, пожалуйста, расслабить руку. Einfach nur. Auf dem Weg zu ihrer Wohnung. Gib mal hier, das ist Liebesgut. So, jetzt möchte ich einen Kaffee trinken. Nach Möglichkeit ohne filmische Begleitung. Die Autobahn A28 Ostfriesland Richtung Bremen. Parkplatz Bloh, der letzte vor Oldenburg. Gegen 1 Uhr mittags. Mal wieder eine Baustelle, denken die Autofahrer. Doch hier wird gerade trickreich etwas ganz anderes vorbereitet. Ein Vorwarner ist eingerichtet, der Verkehr wird verlangsamt. Wie auf einer echten Baustelle.
Zur gleichen Zeit bei der Autobahnpolizei Rastede. Erster Stock, Zimmer 112. Kommissar Andreas Fahl sitzt an seinem Plan für eine geheime Aktion auf dem Parkplatz. Gleich ist es dort mit der Ruhe vorbei. Das wird heute nicht so bleiben. Die Autobahnpolizei Oldenburg führt heute ihre Großkontrolle durch. Das machen wir einmal im Jahr und ich bin gerade dabei, das vorzubereiten. Wir haben heute als Zielsetzung die Kriminalitätsbekämpfung und wir wollen gerne die Hauptunfallursachen Alkohol und Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr bekämpfen. Aus ganz Niedersachsen sind Spezialisten geordert worden. Für den jungen Kommissar ein wichtiger Tag, denn er hat die Großkontrolle zum ersten Mal organisiert. Diese Aktion findet im Bereich der Autobahnpolizei Oldenburg jährlich statt. Dass ich das jetzt vorbereite, hat quasi Premiere, wenn man so will. Und ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen. Wird seine Taktik aufgehen? Polizeichef Uchtmann ist heute nur für die Grußworte zuständig. Herzlich willkommen nochmal zur heutigen Großkontrolle der Autobahnpolizei in Oldenburg. Wir werden uns heute mit der Kriminalitätsbekämpfung auf der 28 beschäftigen. Wir sind wirklich ein großes Aufgebot der Polizei. Andreas, bislang hast du alles mit Bravour gemeistert. Diesen Part wirst du auch schaffen. Ja, das ist der Parkplatz Bloh. Das ist aus Richtung Westerstede in Richtung Oldenburg fahrend von der A28 der letzte größere Parkplatz vor der Stadt Oldenburg. Und wir haben also quasi den kompletten Parkplatz für uns. Wir haben den sperren lassen durch die Autobahnmeisterei Oldenburg. Hier vorne kann man sehen, dass der Verkehr auch quasi einspurig in Richtung der Parkplatzzufahrt geführt wird. Und oben an der Spitze stehen dann Beamte, die selektieren, welche Fahrzeuge wir kontrollieren wollen und welche Fahrzeuge wir nicht kontrollieren wollen. Über 100 Beamte machen sich jetzt auf zur A28. Polizei, Zoll, Staatsanwaltschaft. Die angebliche Baustelle ist nur Tarnung. Kein Fahrzeug soll den Parkplatz blockieren. Keiner soll merken, dass hier eine Falle aufgebaut wird. 8 Stunden lang werden hier hunderte Autos aus Richtung Holland überprüft. Denn die A28 gilt als eine Lieblingsroute von Drogenschmugglern, Schiebern und illegal Eingereihten. Wir wollen eben nicht die Familie mit Kind und wir wollen auch nicht die Schwerlastfahrer haben, sondern wir wollen das Klientel haben, was eventuell unter Drogeneinfluss oder Alkoholeinfluss steht. Oder den, der mit falschen Dokumenten unterwegs ist. Schon nach einer Viertelstunde fällt Josef Brüggen etwas auf. Nö, ist nicht unstimmig, aber so das eine Gesicht habe ich wiedererkannt. Man kennt seine Pappenheimer? So ein bisschen. Das passt. Den hatte ich aber auch. Der Fälschungsjäger hat Verdacht geschöpft. Irgendwas stimmt mit diesen rumänischen Ausweisen nicht. 9101 stimmt auch. Bei ihm brauche ich nicht gucken, den kenne ich. Der Verdacht ist, dass eine Prüfziffer in einem Ausweis nicht richtig ist. Und das kann aber durchaus mal passieren. Das ist bei den vietnamesischen Pässen auch schon mal passiert, aber bei rumänischen ist mir das noch nie vorgekommen. Und das klären wir erst einmal ab. Und eine Person kommt mir auch bekannt vor von letzteren Prüfungen. Und das kläre ich jetzt ab. Achso, eben gucken. Echt oder nicht echt? Brüggen erkennt es am Klang. Okay. Noch jemand? Ja? Der junge Audi-Fahrer hat weder Warndreieck noch Warnweste dabei. Und der Verbandkasten ist uralt. Ja, da müssen Sie sich auf jeden Fall mal einen neuen besorgen. Ne? Ist ja jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr so verwendbar. Okay. Und Warnweste haben Sie auch nicht dabei. Warnweste habe ich jetzt leider nicht. Gut. Machen Sie ruhig erstmal wieder zu. Sie können sich sonst eben ins Fahrzeug setzen. Ich prüfe nochmal Ihre Daten, ne? Ja. Mit der Kontrolle ist er durch. Gleich geht's weiter, denkt der Fahrer. Nebenan gibt es Pannenhilfe für eine etwas ältere Honda. Für den jungen Audi-Fahrer ist die Kontrolle doch noch nicht vorbei. Dann nochmal die Frage, vor Fahrtantritt irgendwie Alkohol getrunken? Gut. Steigen Sie noch mal eben ganz kurz aus dem Fahrzeug aus. Ich muss noch mal eben einen Test machen. Beim Check von Warndreieck und Verbandkasten wirkte der Fahrer vorhin auf den Beamten unkonzentriert und zittrig. Sein Verdacht? Ein Drogenkonsument. Hinzu kommt, dass Ihre Pupillen nur sehr eingeschränkt auf Licht reagieren.
wenn sie so ein bisschen gerötete Augen haben. Ne? Und das ist so, wenn sie jetzt bei den, also die Finger nach vorne gemacht haben oder die Hände nach vorne gemacht haben, dann haben sie so ein Zittern vorne in den Fingerspitzen. Kann natürlich jetzt auch Nervosität sein. Ne? Und sie schwanken so ein bisschen. Ich sag mal so, als Gesamtpaket ist es so, könnte ich jetzt nicht ausschließen. Mit nach Hause nehmen sollte. Ne? Wo man andere vielleicht mit verführt oder sonst was. Sehe ich mal so. Und Sie haben nichts zu verbergen? Nee, ganz bestimmt nicht. Also nee. Ich würde mir aus dem Zeug überhaupt nichts machen. Ja. Ich suche bloß meinen Führerschein. Ich muss hier irgendwo. Ich habe hier noch den alten. Den alten Lappen, du. Team 7 hat bei einem Holländer ein Fläschchen mit einer verdächtigen Flüssigkeit gefunden. Ja, it's for sex. You get more aroused when you sniff it. Okay, it's illegal? In Netherlands, it's not. Okay. In the, you said it's not. You have a recept? No, okay. Später stellt sich heraus, es handelt sich um Amylnitrit. Man nennt den Stoff auch Poppers. Ganz kurz, was hat man bei dem jetzt gefunden? Gar nichts. Was war das in den Fläschchen, was man da gesehen hat? Bewusstseinserweiternde Substanzen im Erotikbereich. Findet man sowas auch, ja? Findet man sowas auch, ja. Auch eigentlich eher selten. Überrascht einen sowas noch? Immer wieder. Man wird immer wieder überrascht. Man kann noch so lange den Job machen, jedes Mal wird man wieder überrascht. Deswegen ist der Job auch so interessant. Gleich 3 Fläschchen Poppers hat der Holländer dabei. Das dürfte für viele romantische Stunden reichen. Drogentest bei einem jungen Cabrio-Fahrer. Nach Ansicht des Polizisten ist er auffällig. Die ganze Fahrzeugbesatzung wirkt irgendwie aufgekratzt. Das Auto wird komplett gefilzt. Der Drogenspürhund eingesetzt. Die Beamten wissen, wenn so eine Truppe aus Holland kommt, hat sie dort nur in Ausnahmefällen Tulpen, Zwiebeln oder Gouda gekauft. Der Fahrer muss zur Urinprobe. Das Drogenscreening bringt innerhalb von Sekunden die Analyse. Die Weiterfahrt wird untersagt. Der Arzt nimmt eine Blutprobe. So wird die Menge der Drogen im Körper festgestellt. Dann werden die Behörden aktiv. Möglich sind ein Strafverfahren, bis zu 3 Monate Fahrverbot, maximal 1.500 Euro Bußgeld. In dieser mobilen Wache wird der Fall jetzt schnell bearbeitet. Wer wird das Auto des Drogensünders abholen? Der Papa soll es richten. Ein unangenehmes Telefongespräch. Also man sieht's. Und der Stauvorwarner nicht frühzeitig genug steht. Es ist taktisch am geschicktesten, wenn der Stauvorwarner die Verkehrsteilnehmer warnt, bevor der Stau ist und nicht, dass sie das erst sehen, wenn sie schon im Stau stehen. So, jetzt möchte ich einen Kaffee trinken. Nach Möglichkeit ohne filmische Begleitung. Suppe? Wir haben auch Suppe, wenn... Nee, erstmal einen Kaffee. Die Kontrolle kostet die Autofahrer viel Zeit, aber nur wenige meckern. Ich finde das in Ordnung. Ich weiß ja nicht, was sie kontrollieren wollen, nur die... Ja. Von mir aus sollen sie gucken. Nee, das ist schon richtig so. Denn ich denke mir mal, da werden viele Sachen transportiert, die nicht ins Auto reingehört und die man auch nicht mit nach Hause nehmen sollte. Ne? Wo man andere vielleicht mit verführt oder sonst was. Sehe ich mal so. Und Sie haben nichts zu verbergen? Nee, ganz bestimmt nicht. Also nee. Ich würde mir aus dem Zeug überhaupt nichts machen. Ja. Ich suche bloß meinen Führerschein, der muss hier irgendwo... Ich habe hier noch den alten. Den alten Lappen, du. Team 7 hat bei einem Holländer ein Fläschchen mit einer verdächtigen Flüssigkeit gefunden. Ja. It's for sex. You get more aroused when you sniff it. Okay, it's illegal? In Netherlands, it's not. Okay. In the... You said it's not... You have a it's recept? Legal. No, okay. Später stellt sich heraus, es handelt sich um Amylnitrit. Man nennt den Stoff auch Poppers. Ganz kurz, was hat man bei dem jetzt gefunden? Gar nichts. Was war das in den Fläschchen, was man da gesehen hat? Bewusstseinserweiternde Substanzen im Erotikbereich.
Findet man sowas auch, ja? Findet man sowas auch, ja. Auch eigentlich eher selten. Überrascht einen sowas noch? Immer wieder. Man wird immer wieder überrascht. Man kann noch so lange den Job machen, jedes Mal wird man wieder überrascht. Deswegen ist der Job auch so interessant. Gleich 3 Fläschchen Poppers hat der Holländer dabei. Das dürfte für viele romantische Stunden reichen. Drogentest bei einem jungen Cabrio-Fahrer. Nach Ansicht des Polizisten ist er auffällig. Die ganze Fahrzeugbesatzung wirkt irgendwie aufgekratzt. Das Auto wird komplett gefilzt. Der Drogenspürhund eingesetzt. Die Beamten wissen, wenn so eine Truppe aus Holland kommt, hat sie dort nur in Ausnahmefällen Tulpen, Zwiebeln oder Gouda gekauft. Der Fahrer muss zur Urinprobe. Das Drogenscreening bringt innerhalb von Sekunden die Analyse. Denn den Verkehrsstrom der Autobahn auszubremsen und einzelne Fahrzeuge herauszuwinken, hätte auch in einem Chaos enden können. Erstes Fazit, es läuft gut. Vor allen Dingen läuft das reibungslos weiter. Das mit dem Selektieren, das gefällt mir sehr gut. Dass die Fahrzeuge, die nicht kontrolliert werden sollen, gleich zügig wieder durchstarten können. Dass sich das hier quasi gar nicht großartig aufstaut. Kurz darauf. Ein Gespann aus Litauen wird überprüft. Ergebnis? Der Mercedes auf dem Trailer ist als gestohlen gemeldet. Der Fahrer hat keine Ahnung, was er da transportiert, sagt er. Er sollte den Anhänger nur abholen und nach Litauen bringen, erklärt er dem Zollbeamten. Angeblich hat er von einem Unbekannten eine Telefonnummer bekommen und dort erfahren, wo er das Auto abholen sollte. Eine verworrene Geschichte. Die Überprüfung der Fahrgestellnummer hat nun ergeben, dass das Fahrzeug in Duisburg gestohlen gemeldet ist. Na, und jetzt versuchen wir gerade rauszufinden. Sie sagen, es sind Mittelsmänner, die haben irgendwo das Fahrzeug aufgenommen im Auftrag des Chefs von dem Fahrzeugführer und sollen es jetzt nach Litauen über die Grenze bringen. Mehr wissen wir leider auch nicht. Das wird jetzt erstmal überprüft. Wir versuchen, weitere Erkenntnisse zu erlangen, wo das Fahrzeug herkommt, wer jetzt sein Chef ist, der angeblich ja der Auftraggeber ist und vor allen Dingen, wer der Herr ist, von dem man das Fahrzeug übernommen hat, weil der wahrscheinlich ja derjenige ist, der in Duisburg das Fahrzeug entwendet hat. Also das Auto bleibt auf jeden Fall auch erstmal hier. Das kommt sowieso nicht weg, weil das ist Liebesgut und das wird jetzt sichergestellt. Guten Tag. Sie sind seine Frau? Ja. Ja? Ihren gefälschten Ausweis habe ich nämlich, den Sie letztens im Meldeamt vorgelegt haben. Den habe ich. Die waren im Meldeamt, sind festgenommen worden. Haben Sie einen moldawischen Pass? Ja, falsch. Und die rumänische war falsch. Gut. Wir warten ab, die bleiben hier so lange, bis ich meine Antwort aus Rumänien habe. In ganz Europa sind Brüggens Kollegen heute für ihn in Bereitschaft. Im Moment habe ich gerade meinen Kollegen in Rumänien angerufen und habe ihn gefragt, ob es diese Personalnummern dort so gibt. Und er antwortet mir, mir jetzt gerade, dass es diese Personalnummern dort erstmal so nicht gibt. Der Vorteil ist, wenn Sie die rumänischen Identitätskarten haben und vorlegen und man sie nicht als Fälschung erkennt, als Rumäne dürfen Sie hier arbeiten, Geld verdienen. Werden natürlich auch, wenn Sie dann eine gewisse Zeit länger hier sind, arbeitslos werden, sonst was, vom deutschen Staat auch wieder dann unterstützt. Als Moldawier dürfen Sie hier nicht.